Patienten. Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe eines Praxisunternehmers, sage ich jetzt mal. Ja? Weil sie können noch so gute Konzepte haben, sie können noch so gut fachlich sein. Wenn sie keine Patienten dafür haben, werden sie es betriebswirtschaftlich nicht durchhalten. Sie bekommen die Patienten in die Praxis, in denen sie sich spezialisieren. Ja, die Patienten wollen in der Regel keinen Standard. Und wenn sie Standard anbieten, dann haben sie sich nicht spezialisiert. Sie finden raus, ob die Spezialisierung wirklich was für sie ist, indem sie rausfinden, was sie wirklich machen wollen. Ja, das ist die Grundlage, zu wissen, was will ich überhaupt machen, was möchte ich meinen Patienten anbieten, und darauf sollten sie sich spezialisieren. Die Spezialisierung an sich ist zwingend notwendig. Das ist keine Option, weil wenn sie sich spezialisieren, sind sie automatisch einzigartig. Jetzt ist es witzigerweise nicht das Fachliche, was die Patienten haben wollen, sondern sie wollen ihre individuelle Personality oder die von ihrem Team. Deswegen ist es wichtig, sich nicht nur fachlich zu spezialisieren, weil das wird eigentlich vorausgesetzt. Sie finden auch immer jemanden, der das auch macht. Aber wie Sie persönlich mit dem Patienten umgehen und wie Sie das in Ihrer Praxis ausstrahlen, auch über Ihre Mitarbeiter, das ist immer einzigartig. Sie finden die persönlichen Fähigkeiten und die Personality, die Sie haben, meistens nicht selber raus, weil meistens durch ihre Eltern und durch die Werte ihrer Eltern genau das ihnen aberzogen wurde. Ja, weil meistens sind das ja genau die Dinge, die aus dem Rahmen fallen. Und da ist meine Empfehlung, gerade wenn Sie in der Existenzgründung sind, nehmen Sie sich einen Coach. Ja, das spart viel Zeit und Stress. Ich hatte es nicht, ich habe es erst nach 4, 5 Jahren gemacht. Und das ist sicherlich wichtig, weil nur jemand, der Sie gar nicht kennt, kann rausfinden, was Sie wirklich können. Machen Sie Benchmarking. Meinen Sie, Sie sind nicht der Beste, sondern gucken Sie die Besten ab und gucken Sie, ob Sie da mithalten können. Ja, verschließen Sie nicht die Augen, gehen Sie raus, hören Sie sich solche Kongresse an.